Das Deutsche Krankenhausinstitut schätzt ein, dass neue Behandlungsmethoden, immer individuellere Leistungen und medizinische Innovationen den deutschen Krankenhäusern Jahr für Jahr einen Fortschritt bei der Heilung und Vorsorge der Patienten ermöglichen. In vielen der 2000 deutschen Krankenhäuser ist das aber schlicht nicht möglich, ganz einfach, weil sie es finanziell nicht stemmen können. Und vor diesem Hintergrund habe ich mich jetzt mit Rainer Zugehör getroffen, dem Prokuristen der Elbland-Kliniken. Herr Zugehör, wie lief denn das Jahr 2016 rückblickend für die Elbland-Kliniken? Also in diesem Zusammenhang können wir natürlich sagen, dass wir auch in 2016 intensiv in die medizinische Versorgung investiert haben. Wir tun das, damit wir den medizinischen Fortschritt direkt den Patienten nutzen, ummünzen können, und zwar sehr zeitnah. Wie Sie wissen, haben wir ja zudem zwei große Bauvorhaben in Radebeul und in Riesa. Die haben natürlich auch wesentlich das Investitionsgeschehen 2016 in den Elbland-Kliniken geprägt. In Riesa investieren wir ja 55 Millionen, in Radebeul 25 Millionen Euro. Wir kriegen hierfür auch wesentliche Fördermittel des Freistaats Sachsen im Rahmen von Einzelfördermaßnahmen, aber wir müssen ja auch umfangreiche Eigenmittel investieren. Und darüber hinaus haben wir in 2016 natürlich auch in die apparative Ausstattung unserer Medizintechnik investiert, um das technologisch hohe Niveau auf diesem Gebiet halten zu können. Aber die Eigenmittel müssen natürlich auch erwirtschaftet werden, und hier sind wir 2016 auf einem guten Weg. Zudem unterstützt uns der Landkreis bei unseren Investitionsmaßnahmen, indem wir zugesagte Fördermittel für das Fördervorhaben Brücken in die Zukunft erhalten haben. Wir investieren dies beispielsweise am Standort Meißen in den Umbau der Notaufnahme. Hier stellen wir uns auf die stetig wachsenden Patientenzahlen ein mit diesen Umbaumaßnahmen und wollen versuchen, dass auch die Zuwächse in der Zukunft entsprechend abgefedert werden können. Darüber hinaus, wie gesagt, gilt das für alle Standorte, in denen wir entsprechend investieren werden und investiert haben. In 2017 werden uns diese vielfältigen Investitionsmaßnahmen auch weiterhin beschäftigen, alle Mitarbeiter der Elbland-Kliniken. Wichtig ist natürlich, dass wir die notwendigen Eigenmittel, wie eben besprochen, erwirtschaften müssen. 2016 ist ja durchaus positiv gelaufen. Wir müssen und werden dies aber auch für die Zukunft sicherstellen, damit wir die von Ihnen angesprochene Investitionsfähigkeit der Elbland-Kliniken auch weiterhin gewährleisten können. Ja, 2016 ist eine ganze Menge passiert in der Bauphase. Was ist denn für 2017 speziell im Baubereich geplant? Also bei unseren beiden großen Baumaßnahmen, vielleicht gehe ich darauf kurz ein, wird es so sein, dass wir am Elbland-Klinikum Radebeul, wo der Bau ja nun jeden Tag ein Stück weiter voranschreitet, dort werden wir den Rohbau des Neubaus fertigstellen. Parallel mit dem Innenausbau natürlich beginnen, weil der Baukörper 2018 ja dann entsprechend in Betrieb gehen soll. Ab Januar 2017 werden wir darüber hinaus auch mit dem Umbau im Haupthaus erste Akzente setzen. Insbesondere im technischen Bereich zunächst. So werden wir beispielsweise vertikale Technikschächte für alle gut sichtbar an der Außenfassade über die gesamte Gebäudehöhe errichten, damit die einzelnen Ebenen während der Umbauphase und darüber hinaus entsprechend versorgt werden können. Am Standort Radebeul werden wir ebenfalls zunächst wesentliche Teile des Neubaus errichten. Auch dort gibt es ja einen Neubauanteil in der gesamten Baumaßnahme. Dort werden wir auch Fenster und Dachelemente installieren im Jahr 2017. Der Umbau erfolgt dann, also der Innenausbau erfolgt dann entsprechend nachgelagert. Im Haupthaus werden wir zudem unsere neue Intermediate Care Station errichten und dann auch in Betrieb nehmen. Das kommt dann direkt dem Patientennutzen zugute. Also ist ein Teil der Baumaßnahmen, der sehr schnell wirken wird. Wir schaffen damit das Bindeglied zwischen der Intensivstation und unseren Normalpflegestationen. Zudem werden wir in Radebeul die Wartebereiche erneuern und im klinischen Arztdienst auch Umbaumaßnahmen durchführen in 2017. Also ganz wesentlich Bau in 2016 rückblickend. In 2017 geht es ganz gewaltig weiter. Aber das ist natürlich ein Thema. Was gibt es denn noch für Themen, die die Mitarbeiter in den Elbland-Kliniken beschäftigen? Gerade jetzt auch speziell zukünftig. Also wir können natürlich nicht, weil wir überall bauen, jetzt alles andere stehen lassen. Das wird auch nicht passieren. Wir werden auch in 2017 und in den Folgejahren entsprechend an Strukturen und Prozessen in den Elbland-Kliniken arbeiten. Und ein wesentliches Ziel für das Jahr 2017 ist dort das Thema Freundlichkeit. Und Freundlichkeit in allen Ebenen und Strukturen der Elbland-Kliniken. Insbesondere natürlich in der Patientenversorgung und im Kontakt zu den Angehörigen. Hier wurde schon viel erreicht, aber hier kann auch noch einiges gemacht werden. Das ist ja insbesondere wichtig, weil neben einer erstklassigen medizinischen Versorgung in den Elbland-Kliniken natürlich auch in der Ausnahmesituation Krankheit, auch der freundliche Umgang für die Patienten einfach wirklich wichtig ist. Ja, das stimmt. Und hier möchten wir im nächsten Jahr Akzente setzen, insbesondere in unseren Notaufnahmen. Die sind in der Regel das Eintrittstor in die Elbland-Kliniken, und wir möchten, dass sich Patienten und Angehörige vom ersten Moment an gut aufgehoben fühlen.
Das auch vor dem Hintergrund, dass, ich hatte es gerade schon erwähnt, wir in allen Notaufnahmen ständig steigende Patientenzahlen zu verzeichnen haben. Und dieser Trend wird auch weiter anhalten. Und wir werden uns deswegen diesem Thema in 2017 intensiv widmen, auch nicht nur in Notaufnahmen, verstärkt in Notaufnahmen, aber generell im gesamten Konzern. Das finde ich ist ein hervorragendes Ziel, Herr Zugehör. Vielen Dank erstmal für dieses Gespräch. Liebe Zuschauer, wir bedanken uns natürlich auch bei Ihnen für Ihre Treue. Sie haben das Gesundheitsmagazin das gesamte Jahr 2016 angeschaut, vielleicht hier im Krankenhaus, vielleicht von zu Hause aus, wollen uns dafür bedanken und wünschen Ihnen natürlich ein schönes Weihnachtsfest und würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir uns im kommenden Jahr wiedersehen. Da kann ich mich natürlich für die gesamten Elbland-Kliniken nur anschließen. Ich wünsche Ihnen noch ein paar besinnliche Tage und einen ruhigen und natürlich gesunden Jahresausklang, ein schönes Jahresende.